Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Viele von euch haben unter meinem letzten YouTube-Video geschrieben, dass ihr gerne ein Video hättet, wo ich über die Nebenwirkungen von der Pille rede oder über meine Erfahrung mit der Pille und meine Nebenwirkungen. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Genau, und das ist das Video dazu. Ich möchte vorab einfach nur einmal kurz klarstellen, dass es nur meine Meinung dazu ist und meine Erfahrung. Also es gibt bestimmt viele Leute, die dadurch ganz andere Nebenwirkungen hatten, gar keine oder völlig zufrieden mit der Pille sind. Ich sage vorab einfach nur, das ist meine Meinung, so ging es mir damit. Vielleicht geht es manchen von euch auch so. Wenn nicht, dann freut mich das natürlich, dann könnt ihr die Pille gerne weiternehmen. Deswegen einfach nur, damit ihr das wisst, es muss nicht so kommen, es muss nicht diese Nebenwirkung geben, nur so war es eben bei mir. Also bei mir war es so, ich habe die Pille angefangen zu nehmen, das erste Mal mit 15, ich glaube 15 oder 16. Und damals habe ich sie genommen, weil ich so starke Unterleibschmerzen hatte. Und viele halt gesagt haben, dass wenn man die Pille nimmt, wird es dadurch besser oder kann es halt besser werden. Deswegen habe ich sie das erste Mal genommen und ausprobiert. Bei mir war es so, es hat nicht gegen die Unterleibschmerzen geholfen, leider. Bei manchen hilft es, wie gesagt, bei mir hat es leider nicht geholfen. Bei mir war es so, ich habe die Pille, ich glaube, 3 Monate lang genommen, 4 Monate. Und bei mir war es so, dass ich, also am Anfang, als ich erstmal die Pille genommen habe, die Nebenwirkungen hatte. Und zwar hatte ich einmal halt mega schlechte Laune, mir ging es nicht gut. Ich hatte immer so, nicht Aggressionen so, aber ich habe halt mit anderen Menschen immer so voll unfreundlich geredet und bin halt voll schnell so ausgerastet. Das ist ja auch nervig nach einer Zeit, auch für mich selber so, weil man merkt es ja, dass man voll unfreundlich ist so zu den Leuten, aber man kann halt irgendwie nichts dran ändern, weil so ist halt so die Stimmung sozusagen gerade. Und das war so diese eine Nebenwirkung und die andere, da kann ich euch aber nicht zu 100% sagen, ob es von der Pille kommt, aber so war halt die Vermutung von den Ärzten. Ich hatte vor 2 Jahren, also halt, als ich die Pille genommen habe, in meiner Kniekehle hat sich eine Zyste gebildet. Ich versuche jetzt mal ungefähr zu beschreiben, was es ist. Und zwar ist das so eine Art Ball, keine Ahnung, so groß. Ich weiß gar nicht, wie groß es war. Und es ist halt in der Kniekehle gewesen bei mir. Ich habe es nicht gespürt oder so. Und einfach in der Nacht, also ohne eine Verletzung oder so, ist sie geplatzt. Und diese Flüssigkeit ist dann sozusagen in mein Bein gelaufen. Ich konnte mein Bein dann nicht mehr strecken. Und da musste ich halt zum Arzt und es war halt volles Hin und Her und ich musste auch 2 Wochen mit Krücken laufen. Ihr könnt es ja auch einfach mal googeln. Auf jeden Fall konnte halt sich niemand erklären, warum das gekommen ist, weil ich hatte weder eine Sportverletzung, noch irgendwie bin ich alt, so dass diese Krankheit kommt. Und deswegen meinten halt die Ärzte oder die Physiotherapeutin, wo ich war, dass es wahrscheinlich von der Pille kommt. Nicht 100% sicher, wie gesagt, aber das war halt der Grund dann, warum ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Weil ich halt Angst hatte, dass sowas nochmal kommt, weil das halt echt blöd ist. Und im schlimmsten Fall muss man das eben rausoperieren. Es kann sein, dass es immer wieder kommt. Und ich finde, das ist sowas, muss ja nicht sein. Vor allem nicht in meinem Alter. Deswegen habe ich halt damals dann deswegen die Pille aufgehört zu nehmen. Und dann hatte ich auch keine Probleme mehr damit. Wie gesagt, ich kann euch nicht zu 100% sagen, ob es davon kam. Ich kann euch außerdem auch nicht sagen, welche Pillen ich alle genommen habe. Ich glaube, das sind so diese Standard. Die hießen einmal Maxima, Zwingo, irgendwas mit C. Also ich habe mehrere genommen. Also es muss, wie gesagt, nicht sein, dass es davon kommt. Dann habe ich, als ich meinen ersten Freund hatte mit 17, nochmal die Pille angefangen zu nehmen. Damals halt wegen der Verhütung und so. Bei mir war es da eben so, dass ich die Pille durchnehmen wollte, weil ich auch nochmal das mit den Unterleibschmerzen irgendwie regeln wollte. Bei mir war es aber so, also mein Arzt hat mir gesagt, ich soll sie erstmal so normal nehmen und dann kann ich die Pille einfach durchnehmen. Das war also eine Pille, die kann man durchnehmen. Und da habe ich halt angefangen, die durchzunehmen und bei mir war es aber so, dass es einfach nicht funktioniert hat. Also meine Tage sind einfach trotzdem gekommen. Ich weiß nicht, ob es war, vielleicht habe ich sie mal einmal vergessen oder so, aber irgendwie echt komisch. Und bei mir war es dann so, der meinte halt, ich soll die einfach weiternehmen, auch wenn es passiert. Wenn er meinte, es könnten so Zwischenblutungen und so kommen, ist ja nicht schlimm. Aber mir war es dann so, dass einfach einen Monat lang meine Tage die ganze Zeit sozusagen da waren, jetzt nicht so mega krass. Also es war keine starken Blutungen oder so. Aber es ist halt extrem nervig, wenn man einen Monat lang einfach seine Tage sozusagen hat. Weil jede Frau weiß, wie es sich anfühlt und wie der Kopf tickt zu den Zeiten, sag ich mal. Und so war das halt bei mir einen Monat lang. Und es hat sich irgendwie nicht reguliert, sag ich mal. Es hat halt irgendwie nicht so funktioniert. Dann habe ich halt eine andere Pille genommen. Und da war es dann so, dass ich auf meinem Rücken voll so nicht Akne bekomme. Ich habe voll den Ausschlag bekommen. Also es war nur so 2 Wochen da. Aber das kam halt von der Pille. Das hat sich dann ein bisschen gelegt. Aber ich wollte die dann auch nicht weiternehmen, weil eine Pille ist ja eigentlich dafür da, dass die Haut reiner wird. Und bei der Pille, das war diese Maxima, da ist es bei mir mit den Pickeln noch schlimmer geworden.
I don't know warum, aber das war dann der Grund, warum ich die Pille abgesetzt habe, weil wer will, also es ist halt echt blöd, wenn man davon Pickel bekommt, so extrem oder Ausschlag, weil ich damals auch etwas schlechtere Haut als jetzt hatte und eben auch die Pille dadurch nehmen wollte, um meine Haut zu verbessern sozusagen. Dann habe ich nochmal eine andere genommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie hieß. Auf jeden Fall war es dann so, ich habe ein bisschen zugenommen, was mich aber damals nicht gestört hat, weil man kriegt auch ein bisschen größere Brüste. So, das ist ja eigentlich was Gutes. Ich habe überall ein bisschen zugenommen, aber ich bin nicht fett geworden. Also ich finde, ich habe gut zugenommen. So, kann ich sagen, so, ich fand es nicht schlecht. Aber bei mir war es bei der Pille auch so, dass ich extrem schlechte Laune hatte und auch fast schon Depressionen bekommen hat, weil es mir so schlecht ging. Ich habe jeden Tag geweint wegen so Kleinigkeiten und so. Und das sind halt so Sachen, das zieht einen halt nach einer Weile mega runter. Und wenn man halt so im Hinterkopf weiß, es kann von der Pille kommen, dann natürlich nimmt man sie irgendwann nicht mehr weiter. Weil ich finde, lieber verhütet man irgendwie anders oder kriegt diesen Rhythmus irgendwie mit seinen Tagen hin. Bei mir, ich hatte auch nie Probleme mit meinen Tagen, dazu komme ich gleich noch. Auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwann gesagt, oder meine Eltern haben eigentlich gesagt, Nika, lass es einfach, so wichtig ist die Pille nicht. Du hast davon nur Nebenwirkungen, dir geht schlecht deswegen und so. Und da habe ich halt auch das irgendwann eingesehen, weil es bringt ja niemandem was, wenn es mir dann nur schlecht geht deswegen. Das war dann der nächste Grund, warum ich die nächste Pille abgesetzt habe. Ich glaube, ich hatte dann in der Zeit, also einmal ganz am Anfang nicht eine und dann hatte ich nochmal drei, glaube ich, die ich ausprobiert habe. Und natürlich heißt immer, das muss ich so reinregulieren. Ich habe das natürlich nie so weitergemacht. So, vielleicht wäre es auch nach einem Monat oder so besser geworden. Also ich habe die immer nur ein, zwei Monate genommen. Aber wenn man halt einen Monat so lang seine Tage hat und die nicht weggehen, dann hat man einfach keinen Bock, die noch weiterzunehmen, wenn man nicht so genau zu 100% weiß, dass es jetzt weggeht. Und so, das war der Grund, warum ich die dann halt wieder abgesetzt habe. Ich habe die Pille dann nach der Zeit, ich glaube, vier, fünf Monate lang genommen. Und bei mir war es halt auch so, also ich kann über das Thema offen reden, deswegen sage ich es einfach so, dass ich im Intimbereich oder halt bei bestimmten Sachen immer sehr trocken war. Und mir war es aber gar nicht klar, dass es von der Pille kommen konnte sozusagen. Und ich war dann halt bei meiner Frauenärztin, habe das mal so angesprochen, dann meinte sie halt, dass es auch von der Pille kommen kann. Und es war halt so Sachen, deswegen hatte ich halt mega oft auch Schmerzen und so. Und ich finde das halt auch so eine Sache, es muss nicht sein, weil was bringt es einem, wenn man Schmerzen hat und es weh tut so. Und bei mir war das eben auch ein Grund mit der Pille, weil das ist nach der Pille eben auch besser geworden. Also die Sachen, die ich hatte, auch so das mit den Depressionen, ist nach der Pille wirklich alles besser geworden. Es hat gedauert, aber es ist besser geworden. Deswegen gehe ich halt echt davon aus, dass es von der Pille kam. Was bei mir noch eine Nebenwirkung war, das war echt ein bisschen ärgerlich, als ich die Pille dann abgesetzt habe, nach, wie gesagt, 4, 5 Monaten. Also ich habe ja die ausprobiert und die andere habe ich dann, ich glaube, 3 Monate durchgenommen. Also es war eigentlich ganz okay, bis auf die Depression halt. Und dann habe ich die Pille abgesetzt und natürlich ist dann nicht so, dass man die Pille nimmt, absetzt und am nächsten Tag ist alles wieder so perfekt. Also mir hat das echt, ich glaube, nochmal 2 Monate auf jeden Fall gedauert, dass meine Laune besser wurde. Damals war dann halt, danach kam halt auch noch das mit der Trennung und so, deswegen hat sich dann noch ein bisschen gezogen, aber so dieses ohne Grund schlechte Laune haben und so weinen, das war dann eigentlich echt besser. Und bei mir war das Problem, ich habe sie abgesetzt und hatte dann erstmal, ich glaube, 3 Wochen lang Kopfschmerzen. Und das war halt auch eine Nebenwirkung, das hat meine Ärztin auch gesagt, das geht dann weg und so. Aber es ist halt auch so, man setzt die Pille ab und hat dann nochmal 3 Wochen Kopfschmerzen. Es hat auch so, ich weiß nicht, ich habe da glaube ich einfach Pech, was das angeht, oder mein Körper will das nicht. Also das hatte ich dann nämlich auch noch, 3 Wochen Kopfschmerzen. Es war nicht so, dass ich mega Kopfschmerzen hatte, aber es war 3 Wochen lang, morgens, wenn ich aufgewacht bin, schon so ein Drücken im Kopf. So, man konnte damit alles machen und so, aber es nervt halt einfach nach einer Weile und es braucht halt einfach keiner. Das war eben noch eine Nebenwirkung. Und was bei mir noch war, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, also ich habe die Pille nicht durchgenommen, sondern immer abgesetzt. Also ich hatte meine Tage immer. Und dann habe ich die Pille eben komplett abgesetzt und dann habe ich meine Tage einfach einmal gar nicht bekommen. Also einfach einmal einen Monat lang nicht, dann erst wieder im zweiten Monat. So, keiner weiß warum. Und dann habe ich sie, glaube ich, noch 2 Monate lang immer so 2 Wochen zu spät bekommen. Das ist halt auch echt blöd, weil man hat diesen Rhythmus dann voll verloren. Das dauert dann halt, bis man wieder reinkommt, bis man seinen Tag wieder normal kommt. Aber mittlerweile ist bei mir wieder so, dass es alles wieder normal ist und ich keine Nebenwirkungen mehr davon habe. Also ihr müsst halt, wenn ihr sagt, ihr wollt die Pille absetzen, habt ihr eine Weile genommen, müsst ihr damit rechnen, dass das Ganze ein bisschen dauert, bis sich das wieder einfädelt, sag ich mal. Also ich habe das auch gegoogelt, bei manchen stand es war direkt besser, bei manchen stand es hat 1 Jahr gedauert. Das ist was ganz Normales. Aber ich will euch einfach nur ans Herz legen, bevor ihr die Pille nehmt, lest euch die Nebenwirkungen durch.
denkt darüber nach, besprecht es vielleicht auch mit euren Eltern mal. Also ihr müsst natürlich nicht machen, aber ich rate es euch. Und ich will euch jetzt mit dem Video auch keine Angst machen vor der Pille, weil ich kenne ganz viele Freundinnen von mir, die haben die genommen. Die erste Pille war perfekt, es ist alles gut gelaufen. Also es muss wirklich nicht so sein, dass es so blöd läuft wie bei mir. Ich wollte euch nur einfach mal meine Erfahrungen mitgeben, weil vielleicht gibt es Leute, die auch so Nebenwirkungen davon haben oder auch nicht so ganz wissen. Und ich finde halt einfach, mir ist es nicht wert, so meinen Körper oder mich damit so kaputt zu machen, sag ich mal, nur wegen der Pille. Es gibt zwar Pillen, wo so zwei Hormone davon nicht drin sind. Das hat meine Frauenärztin auch gesagt, so das soll ich mal probieren und so. Aber bis jetzt hatte ich halt nicht wirklich Motivation, das auszuprobieren, weil ich nicht nochmal Lust hatte auf so dieses ganze Hin und Her. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal, vielleicht nicht. Aber momentan bin ich eigentlich besser dran oder glücklicher ohne. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so für Probleme mit der Pille habt oder ob ihr die Pille nehmt, ob ihr vorhabt, sie zu nehmen. Wie gesagt, ich wollte euch keine Angst damit machen oder so, sondern einfach nur mal meine eigene Erfahrung teilen, dass ich halt mit der Pille leider nur schlechte Erfahrungen hatte. Wie gesagt, bei ganz vielen Freundinnen von mir ist es gut. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet. Haut einfach eure Meinung rein und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, Mut machen oder auch zum Nachdenken anregen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.